Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist wieder ein Zuschauerwunsch dran, und zwar vom guten Ötiländer. Grüß an dich an dieser Stelle. Ja, und er hat sich Batman Forever für das Super Nintendo gewünscht. Ich war erst gestern in den neuen Joker-Film und da dachte ich, ja, wenn man hier quasi im Batman-Vibe ist, auch wenn er da natürlich nur klein, ganz am Rande vorkam, dachte ich mir, gut, dann kann man diesen Vibe ja mal jetzt als Videospiel umsetzen. Entschuldige übrigens, dass ich hier die anderen Kopfhörer drauf habe. Meine in ihr unter der Mütze Reinsteckdinger, die sind irgendwie verschwunden in meinem Chaos irgendwie. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, jedenfalls Joker übrigens, sehr empfehlenswerter Film. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall reingehen. Ist sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, Ötländer, Batman Forever, das war ja so diese wilde 90er-Zeit, wo Batman ja einen sehr Tim Burton-Style hatte. Ja, Tim Burton war das, ne? Der immer diesen düsteren Stil hatte. Ich habe das jetzt nicht so ganz genau im Kopf, weil ich jetzt so superheldmäßig nicht so der Super-Experte bin. Aber ich mag eigentlich so DC und Batman eigentlich so am liebsten. Ich kann mit diesem Marvel-Kram irgendwie nicht so wirklich was anfangen. Wär vielleicht auch mal ein Fall für Nerd-Geständnisse, glaube ich. Aber genug gestärkt, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal rein, was uns da erwartet. Okay, ja, Musik, Player, Medium, Normal Game, ja. Gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Ich habe mal natürlich so grob mal geguckt. Es hat keine guten Bewertungen, soll vor allen Dingen auch sau schwer sein. Also gucken wir mal einfach mal. Ja, natürlich Filmversoftung. Immerhin erscheint uns hier keine Minispielsammlung zu erwarten, was immer so Worst Case ist. Wenn den Leuten gar nichts einfällt, aber sie die Lizenz haben, dann, jo, machen wir das. Ja, keine Ahnung, optional. Hier, diese Laserpistole. Keine Ahnung, was sie bringt, aber nehmen wir sie einfach mal. Slippery Goo, okay, ja. Okay. Die Bat Bowler nehmen wir mal. Okay, wir können anscheinend zumindest unsere Ausrüstung anpassen, was ja gar nicht so verkehrt ist, würde ich sagen. Ja, also grafisch haben sie zumindest einigermaßen ein bisschen was versucht, ne? Das ist jetzt so ein bisschen Mode 7-Effekt. Gut, der große Rahmen konnten sie wahrscheinlich nicht anders machen, weil, ne? Rechenpower und sowas. Bettcomputer. Aber ich will jetzt erstmal das Spiel sehen, endlich. Hold on. Okay. Ladezeiten gab es auch damals schon. Okay. Oh. Also die Musik ist schon mal relativ einfach gehalten. Das kann man sagen. Was können wir machen? Kloppen. Das sieht da geil aus. Okay. Schlagen. Treten. Nochmal schlagen. Mehr nicht. Okay. Zack, 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 zack. Zack, in die Eier. Okay. Sieht halt für Batman etwas albern aus, finde ich. Ja, grafisch haben sie sich anscheinend sehr versucht, am Original zu halten. Okay. Also, okay. Also, wenn man jetzt von unten macht und sowas, dann macht er hier so einen Uppercut und so weiter. Ist ja nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, ist halt ähnlich wie Timecop, wo sie versucht haben, so digitalisiert diese Schauspieler dann entsprechend einzufangen. Ging natürlich zu Super Nintendo-Zeiten nicht so geil. Und lila Blut, das ist geil. Okay, Jugendschutz, ne, war damals natürlich schon so eine Sache. Ja, bisher so richtig schwer ist das nicht. Okay, Riddler natürlich auch hier. In den neuen Batman Arkham Asylum Spielen war ja auch so immer Riddler-mäßig. Blablabla, aber wir wollen es hier nicht groß. Ja gut, grafisch ist halt durchschnittlich, ne. Gegner sind halt immer dieselben. Aber so überschwer kommt mir jetzt gerade nicht so vor. Ich guck mal, wie ich meine Gegenstände einsetzen kann. Vielleicht mit Select irgendwas? Ah, okay. Mit Select kann ich zumindest hier schießen. Okay. Muss ich da rein? Okay. Ich muss da. Wisst ihr, was ich gerade merke? Was ich ja immer liebe, Steuerkreuz nach oben, springt er. Ich weiß, in Beat'em'ups ist das durchaus nicht verkehrt, aber da finde ich ja die anderen Tasten redundant belegt sind, zumindest teilweise, finde ich das nun doch etwas sehr komisch. Und ich frage mich, wie ich da jetzt hochkommen soll. Vielleicht hier mit meinen. Nee? Aber ich sehe da oben keine Öffnung irgendwie, oder? Hier so vielleicht? Da? Oh, muss aber ganz genau treffen, ne? Seht ihr das da oben? Das scheint so eine Lücke zu sein, ne? Na, jetzt habe ich Pause gemacht. Muss man da. Guckt euch das mal an, ey. Wie komme ich da hoch? Erstmal mit Select? Warum? Also L und R scheint überhaupt nicht. Doch.
kann ich mich... Ist wahrscheinlich Block, nehme ich mal an. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Leute. Also ich... Also hier. So. Ja. Das ist auch so blöd, dass man das so richtig timen muss, ne? Ich schwinge hier jetzt. So intuitiv würde man jetzt sagen, okay, Steuerkreuz nach oben, dass man sich beim Seil hochklettert. Aber dann passiert das. Okay. Seltsam. Seltsame Designentscheidung. Ich gucke mal. Seitlich vielleicht? Nach unten? Nee. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich spring doch auch gar nicht hoch genug. Ach, ich kann auch so nach... Hä? Wie habe ich es doch geschafft, gerade nach oben zu schießen? Ich habe das Gefühl, es wird hier eine sehr kurze Folge. Ich komme nicht weiter. Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt da oben drücke zum Schießen, dann hüpft er halt. Ich muss es wirklich exakt gleichzeitig drücken, damit er direkt nach oben schießt. Denkst du dir nicht aus? Zack, 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 zack. Buff. Okay. Geht's hier lang? Nein. Nicht, dass ich da jetzt runterfalle. Oh. Oder läuft er jetzt da? Ach nee. Okay. Dann läuft er jetzt normal lang. Ich dachte, jetzt war es arg fummelig. Ah. Man kann auch nur hochspringen. Man kann auch nur hochspringen. Okay. Ich hoffe, das haben sie im Spiel einigermaßen berücksichtigt. Weil man kann nicht. Ne? Wie überall. Ach, keine Ahnung. So. Komme ich hier jetzt weiter? Es ist das erste Level und ich verkacke wieder. Also, ihr werdet wahrscheinlich die Hände wieder vor den Augen zusammenschlagen. Was macht der Typ da? Ich verstehe es nicht. Es gibt immer wieder neue Zuschauer bei diesem Videoformat und ihr fragt sich, okay, warum zeigt er uns das Spiel, wo er keine Ahnung hat? Ich versuche immer allgemein dieses Spielgefühl abzubilden. Ihr kennt es damals, ihr habt ein Spiel nach dem Cover gekauft, voller Aufregung, ihr haut sofort ein Super Nintendo rein. Natürlich guckt man sich da vorher keine Anleitung an oder ähnliches. Und dieses erste Erlebnis von früher versuche ich zu rekonstruieren. Also deswegen, es hat Absicht, dass ich relativ ahnungslos da reingehe. Komme ich jetzt wieder runter? Nee. Ich komme jetzt auch nicht wieder runter. Wo muss ich hier denn lang? Hier ist die Tür, die ist verschlossen. Mal kurz eindecken und überlegen. Hä? Okay. Keine Ahnung. Also das Level-Design ist relativ eintönig. Grafik geht an sich in Ordnung, würde ich sagen. Also die haben sich natürlich arg versucht, an die Vorlage zu halten. Die Animationen sind halt ein bisschen... Naja, okay. Hm? Oh. Okay. Matt Dan scheint jetzt hier so ein Zwischenboss zu sein. Der hat halt... es sieht aus wie die anderen, nur mit einer grünen Uniform. Okay. Das hat sich mir jetzt nicht erschlossen, dass man das jetzt auftreten muss, ehrlich gesagt. Aber hey. Ich meine, versage ich jetzt nicht komplett. Okay, wir sind beim Level 2 oder was? Jetzt schon? Boah. Okay, das war jetzt gemein. Ey, was ist denn hier los? Hallo? Matt Sai. Wieso wird das jetzt plötzlich so schwer? Also, hier, guck das mal an, ey. Aber hier, zack. Ha, der ist geil. Bam. Plötzlich ist er jetzt viel, viel besser geworden. Also hier die KI-Schwierigkeit. Aber auch hier, die hätten ja ruhig mal, okay, er kämpft gegen Häftlinge, bla bla bla. Aber zumindest so ein bisschen unterschiedliches Aussehen, als vielleicht hier und da mal andere Streifen auf den Arm. Matt Paul. Also immerhin haben sie alle individuelle Namen, ne? Also immerhin. Und die Lebensanzahl geht weg, wenn man sie nicht hauen kann. Auch interessanter Fakt, aber hey. Was habe ich jetzt bekommen? Es ist sehr eintönig. Also ihr habt immer nur einen Gegner, okay. Mag vielleicht auch sonst zu schwer sein. Ja, ist gegeben. Sehe ich ein. Aber diese Abschnitte sind immer so arg klein. Die Musik ist jetzt auch nicht gerade treibend. Diese Effekte sind okay. Aber es ist halt so... Es gibt halt viel, viel geilere, wo sowohl die Steuerung besser ist, als auch mehr los ist. Und ich muss jetzt runter und ich weiß nicht wie. Gucken, Select nach unten. Hm.
jetzt ohne Witz, keine Ahnung. Ich stelle mich jetzt ja nicht extra an. Wie soll ich denn da runterkommen? Weil ich muss ja eindeutig runter, ne? Vielleicht hier so nach oben und nach unten? Nee. Vielleicht, wenn ich hier noch umschieße und nicht abseile? Nee. Also, hakelige Steuerung, okay, wie gesagt, das Problem kann natürlich die Anleitung theoretisch lösen, aber es macht keinen Spaß, es ist keine Action, es ist langsam und es ist ein Beat'em-up, bei einem Beat'em-up muss es, ist es Pflicht, dass es fluffig von der Hand geht und ne, zack, zack, bam, 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 es geht weiter und schon wieder eine Gegnerhorde und bam, 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 bam. Hast du hier nicht. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier wieder stundenlang rumprobiere, ihr habt einen Eindruck bekommen, was das Spiel ist. Man hat natürlich so seinen Charme, die Technik scheint einigermaßen okay zu sein, bei der Steuerung wurde sich anscheinend nicht allzu viele Gedanken gemacht, aber das Problem kann natürlich eine Anleitung lösen, natürlich wie immer, aber spielt sie einfach nicht fluffig, das Spielgefühl stimmt halt einfach nicht, das ist träge, es ist sehr, sehr einfach gehalten und nee, ich weiß nicht, also für mich ist es keine Empfehlung, ihr habt es gesehen und danke an Ötländer für diesen Tipp auf jeden Fall. Oder Wunsch, wenn ihr auch mal Wünsche habt, einfach die Kommentare rein. Ich arbeite mal alles so nach und nach ab. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.